Einige haben getippt. Jan Frodeno, Sebastian Kienle und wenn ein dritter Deutscher, dann Andreas Andi Böcherer. Aber Patrick Lange, Patrick Lange. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt sehen wir den Moment, wo der Rookie aus Bad Wildungen die Parade abnimmt und sagt, Andi Böcherer, schau mal, so läuft man locker. Und der guckt rüber und hat es wahrscheinlich gar nicht erwartet, dass da einer kommt. In dem Tempo vor allen Dingen. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist so eine Geschwindigkeit. Ich will nicht wissen, wie viel Adrenalin in dem Jungen jetzt gerade steckt. Patrick Lange nimmt die Schwemme, packt sie unter das Trikot, nimmt alles, was er kann. Wasser, Dingenskirchen, rein ein bisschen was. Das ist jetzt eine dramatische Szene, weil er verliert überhaupt gar keine Zeit an der Verlegungsstation. Im Gegenteil, der nimmt das alles zu fliegen mit und schaut sie mal. Der Ben Hoffmann, der steht fast. Ja, der zuckt noch nicht mal. Der weiß ganz genau, da kommt er eh nicht mit. Und die Geschwindigkeit, die er da wieder aufnimmt, der hat noch Energie. Ah, guck mal, da hat er was rausgeholt. Die komplette Flasche hat er. Die eigene Flasche läuft mit Flasche im Trikot und steckt sie wieder rein. Warum soll ich die tragen? Ich habe ja ein Trikot, das ist auf, da stecke ich sie einfach rein. Das ist ja irre. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf Jan Frodeno, links im Bild der Führende und Patrick Lange auf Platz 3. Dazwischen ist irgendwo Sebastian Kienle. Der merkt vielleicht noch gar nicht, wie heiß der Atem langsam wird in seinem Nacken. Und da, schau mal, wie dicht hinter Sebastian Kienle, der Athlet des Tages, Nummer 3, auf Platz 3 der 1997, ein deutsches Podium, Patrick Lange kann es kaum fassen. Er ist Dritter bei seinem ersten Rennen, drückt auf die Uhr, damit die Zeit auf die Uhr auch stehen bleibt. Der ist komplett durcheinander, dass er das geschafft hat, wie er da alles eingesammelt hat. Was für ein Moment hier, dreimal Gänsehaut hintereinander innerhalb so kurzer Zeit. Sondern er wie eine Rakete vorbeigeflogen. Ich hatte ihn ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Das ist unglaublich, ich freue mich wahnsinnig für ihn. Das ist ein unfassbarer Cocktail aus Gefühlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut und das ist, ich weiß gar nicht, wie 1000 Geburtstage, Weihnachten und Ostern zusammen auf 10 Sekunden. Ich weiß es gar nicht. Also, einfach nur pure Freude.